Die nächste Frage, die im Vorfeld uns herangetragen wurde, blende ich ganz kurz ein. Dabei geht es um Tastatur-Shortcuts. Tatsächlich ging es um Jira. Wie funktioniert das mit den Tastatur-Shortcuts in Jira? Ich habe jetzt einfach Confluence nochmal dazu geschrieben und zeige das einfach mal direkt in Confluence. Und zwar ist es so, dass normalerweise muss ich ja hier nach oben scrollen und hier auf Bearbeiten drücken. Hier steht jetzt auch schon direkt Typ E. Was damit gemeint ist, ist eigentlich Tipp. Nur die Übersetzung ist offensichtlich schlecht. Also wenn man einfach auf E drückt, auf der Tastatur, das kann ich natürlich jetzt nicht zeigen, können Sie simulieren sozusagen. Also ich muss jetzt einfach auf meine Tastatur hier unten auf E drücken und dann, und das kann ich natürlich auch hier unten, jetzt stelle ich hier irgendwo fest, hier wäre ein Rechtschreibfehler. Vermutlich ist irgendwo einer, ich sehe aber jetzt gerade keinen. Und jetzt drücke ich auf E, dann wird die Seite neu geladen und ich komme auf dem Editierscreen der Seite, auf der ich gerade bin, raus. Ja, jetzt bin ich hier in dem, ich habe jetzt Wiki Markup eingestellt, aber ich kann auch den Rich Text Editor anmachen und dann sehe ich das schön mit Layout und kann jetzt hier also irgendwie was einfügen und drücke dann auf Speichern. Und jetzt ist hier vor meinem Fragezeichen noch ein Punkt. Und wenn ich das wieder ändern will, dann drücke ich wieder auf E und mache das Ganze wieder rückgängig. Mache ich den Punkt wieder weg, diesmal jetzt einfach mal hier in der Wiki Markup. Und ändere das. Das ist also eine sehr hilfreiche Abkürzung, um nicht immer hier nach oben scrollen zu müssen, wenn ich das Dokument editieren möchte. Natürlich gibt es in Confluence noch deutlich mehr Shortcuts. Und zwar, wenn ich jetzt einfach auf Fragezeichen drücke, also Shift und über dem FZ, dann das Fragezeichen, dann öffnet sich hier ein Screen, der die Tastatur-Shortcuts zeigt. Auf das E habe ich schon gedrückt für Bearbeiten. Wenn ich ein M drücke, kann ich einen Kommentar eingeben. C heißt Seite hinzufügen. B Block hinzufügen. L Labels, also Stichwörter bearbeiten. K neue Verknüpfung und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten mit der Tastatur zu arbeiten. Und ich benutze sie tatsächlich relativ häufig. Ja. Also jetzt einfach nochmal als Beispiel M gedrückt und dann wird die Seite auch wieder neu geladen und ich kann hier direkt meinen Kommentar eingeben. So, brauchen wir jetzt aber nicht. Gut, so viel zu den Tastatur-Shortcuts in Confluence. Ich werde eine neue Aufnahme machen für die Jira-Shortcuts. Alles klar, danke. Tschüss.